Hallo, ihr Freunde der Fahrzeuge, denen man irgendwelche Funktionen nachrüsten muss, die das Fahrzeug noch gar nicht hat, weil es ein alter Vierer Golf ist. Ich stelle euch heute mal hier die Drivebox vor. Die wurde mir freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt vom lieben Maurice, den ich jetzt fast ein Jahr auf das Video habe warten lassen. Was kann die Drivebox? Ihr seht schon, es hat irgendwas mit Golf 8 bzw. in dem Fall Passat 3G Lenkertasten zu tun. Die Drivebox ist verbunden über Lean und lasst euch nicht vom Äußeren täuschen, die Box ist sehr klein und kompakt, aber hat eine ganze Menge an Funktionen. Der Nachfolger wird noch ein paar mehr Funktionen haben und auch schönere Inputs und Outputs, weil ich muss sagen, ich bin kein Freund von diesen kleinen Steckern, aber das ist kein Problem, weil wir schalten hier keine Last drüber, sondern nur Signale. Ich zeige euch einfach mal die Funktion anhand von der Lenkradbeleuchtung. Ihr seht, wir haben jetzt hier Masse, Batterie Plus, Zündungs Plus und den Lichteingang. Den Lichteingang könnten wir natürlich ganz normal an unseren Lichtschalter legen. In dem Fall habe ich den aber hier an Output 6 gelegt. Wenn ich jetzt die View-Taste drücke, muss da ein bisschen näher ran, sonst seht ihr das mit dem Licht blöd, geht das Licht an. Wenn ich die View-Taste nochmal drücke, geht das Licht wieder aus. Und zwar richtig schön hochgedimmt und wieder runtergedimmt. An, wird gehalten, jetzt kann ich auch andere Tasten drücken. Nochmal drücken, dann geht das Ganze wieder aus. Die Taste ist nämlich so konfiguriert, dass die als Schalter fungiert. Einmal drücken an, nochmal drücken aus. Das Ganze ist auch schön gedebounced. Wenn ich das jetzt quasi halte, geht es auch nur einmal an. Oder auch nur einmal aus und es springt nicht die ganze Zeit hin und her. Was können die Outputs noch so? Wir haben 6 Outputs. 1, 2 und 3 kann Masse ausgeben. Heißt, an Plus habt ihr immer 12 Volt. Und an Masse eben Masse, wenn ihr die entsprechende Taste drückt, die ihr über die Web-Oberfläche, ja, ihr habt richtig gehört, Web-Oberfläche konfiguriert. Hier drin ist ein ESP, also ein kleiner Mikrocontroller, der WLAN kann. Heißt, ihr verbindet euch mit dem Netzwerk, geht auf die IP-Adresse von der Box und könnt das Ganze konfigurieren, debuggen oder sonst wie. Der Ausgang 4, 5 und 6 kann 12 Volt ausgeben. Also auf Masse liegt hier immer Masse an und eben auf dem Plus liegen 12 Volt an, sofern ihr den entsprechenden Taster drückt, beziehungsweise eben den entsprechenden Taster drückt, der dann am Ende etwas schaltet, wenn ihr das möchtet. So habe ich hier in dem Fall Ausgang 1 hier, das wird MFA runter, Ausgang 2 hier, das wird MFA hoch und Ausgang 3 hier, das ist MFA Reset. Die View-Taste ist wie gesagt einfach momentan an der Beleuchtung dran. Das wird in der späteren Version nochmal ein bisschen abgeändert, dass der Lichtausgang intern geschaltet werden kann, weil das ja per Lean-Signal an diese Taster hier geht, an diese Module. Und in dem Fall nehmen wir uns da hier einen Output weg, den wir woanders auch gebrauchen können. Wir werden später höchstwahrscheinlich noch die Funktion haben, dass GRA darüber auch funktioniert. Aktuell funktioniert Reset, diese mittlere Taste, Set, so Plus und Minus momentan noch nicht, weil das über das Lean-Signal anscheinend ein bisschen anders ausgeführt wird. Aber ich gehe davon aus, dass das softwareseitig recht schnell regelbar ist. Die Taste wiederum wird ausgegeben, also die sehe ich im Webinterface. Die funktionieren auch ganz normal, die hier funktioniert wiederum nicht. Kann sein, dass VW da wegen irgendwelchen Sicherheitsvorschriften das irgendwie anders gemacht hat. Entweder anderer Lean Master oder generell anders. Ich habe jetzt mal nochmal nachgemessen, ob das über die alte Widerstandstechnik funktioniert. Das ist aber höchstwahrscheinlich nicht so, zumindest sieht es für mich jetzt nicht so aus. Die Tasten funktionieren, da könnte man sich jetzt auch einen Output drauflegen zum Beispiel. Da dann noch den entsprechenden Widerstand für euer Fremdradio ran. Habt ihr vielleicht mein Lenkrad-Fernbedienungsvideo gesehen? Und dann könntet ihr damit auch euer Radio steuern. Was könnt ihr natürlich noch machen? Ihr könnt hier Kennbefehle ausgeben. Heißt, ihr habt hier euren Motor-Kenn und euren Komfort-Kenn dran und könnt dann zum Beispiel sagen, wenn ich hier drücke, schicke über Kenn das Signal für lauter. Wenn ich hier drücke, für leiser. Das nächste Lied, das vorherige Lied und so weiter. Hier könnte man Telefonfunktionen realisieren. Es gibt hier die Tasten auch noch komplett anders mit anderen Symbolen und so weiter. Ich glaube, das gibt es auch irgendwo mit einer Telefontaste. Hier in dem Fall Lenkradheizung. Die werde ich aber nicht an- und ausschalten darüber, sondern an mein Timer-Relais gehen. Weil über die Leitungen da hier Spannung für die Lenkradheizung, na, ich glaube, dann haben wir mal Leitungen gehabt.
Aber wie gesagt, das soll ja auch nicht sein. Heißt, wenn ihr hier diese Outputs verwenden möchtet, müsst ihr euch dann da noch ein Lastrelais einbauen, je nachdem, was ihr eben steuern wollt. Kommen wir zum Beispiel jetzt mal mit US-Blinkern oder so. Das kann das Modul einfach nicht steuern, weil es einfach nicht so viel Last schalten kann. Dafür ist die Bauform einfach zu klein. Dafür braucht es dann schon größere Elektronik. Dann gibt es hier noch die Anschlüsse X1, X2 und X3. Das ist für eine Funktion, damit ihr das FIS-Display in eurem Fahrzeug ansteuern könnt. Also ihr geht damit auf Ground, Quatsch. Also ihr geht damit auf Clock, Data und Enable, wie zum Beispiel bei meinem FIS-Blocks, und könnt damit Dinge auf eurem FIS anzeigen lassen. Ich gucke jetzt mal im Bohrer nach, ob ich da schon die Tasten durch die Wickelfeder durchgeführt habe oder ob ich das noch machen muss, und baue mir dann dementsprechend noch Leitungen. Die drei gehen dann zum Tacho hoch, damit eben die MFA darüber geschaltet werden kann. Das Licht bleibt erstmal so. Damit gehe ich zum Tempomaten. In dem Fall jetzt erstmal an die Reset-Taste, weil wenn ihr die Reset-Taste haltet bei eurem Golf, dann wird in dem Fall ein Set-Befehl ausgelöst. Und dann nehme ich momentan jetzt diese Taste für, weil die da gut funktioniert. Ich könnte jetzt generell den Tempomat schon realisieren, indem ich andere Tasten nehme, zum Beispiel hoch, runter oder so. Aber ich mache das jetzt erstmal so und baue das dann später um, wenn das softwareseitig so läuft, dass die eigentlichen Tempomat-Tasten dafür funktionieren. Das mit dem Ken wird später noch interessant, weil ihr kennt ja meine Scirocco R-Anzeigen, die ich gerne irgendwie zum Laufen kriegen möchte. Und das werden wir auch noch irgendwie realisieren. Und wenn es noch ein bisschen dauert. Die aufgepasst haben, sehen, hier ist auch ein Input. 2x plus. Das ist in dem Fall ein digitaler Input. Der kann also erkennen, ob Spannung anliegt oder ob keine Spannung anliegt. Der ist noch nicht analog. Also ihr könnt hier noch keinen analogen Sensor für Ladedruck oder sonst wie anschließen. Das soll aber in der späteren Hardware-Version nachgerüstet werden. Um die Box am Ende zu verwenden, müsst ihr natürlich die Lean-Leitungen von hier oben nach unten ziehen. Ich bin in dem Fall an den fünften Kontakt des unteren Steckers rangegangen, der gleich auch der erste Kontakt des oberen Steckers ist. Kleiner Hinweis, also die sind gebrückt. Und bin oben an den zweiten Kontakt noch für Lean ran. Heißt, Masse ist hier auf der 4. 12 Volt kommt hier auf die 5 und eben hier oben auf die 1. Das ist einfach so, das ist innerhalb der Wickelfeder so geregelt. Und Lean kommt dann auf die 2 vom oberen Stecker. Diese Wickelfedern gibt es mit 5 Kontakten, mit 7 Kontakten oder mit 10 Kontakten. 7 Kontakte braucht ihr auf jeden Fall, damit das Ganze funktioniert. Und wichtig auch beim Einbau wieder darauf achten, dass eure Wickelfeder mittig ist. Das seht ihr da hier. Nicht mittig, mittig, nicht mittig, mittig. Hier unten habe ich mich einfach eingepinnt. Da oben habe ich einen anderen Kontakt für genommen. Und gehe jetzt hier runter und liegt dann da unten drin. Unsere Drivebox steht jetzt da unten. Die müssen wir nur ein bisschen besser befestigen. Aber wenn wir jetzt hier schon mal gucken. Licht an. Licht aus, funktioniert schon mal. Dann habe ich ja hierüber meine Lenkradheizung, die sich hier oben auch ankündigt, dass man weiß, dass sie an ist. Wenn ich jetzt hier drücke, genau das gleiche. Das geht letztendlich zu einem Timer-Relais, ähnlich wie das da hier. Das ist ja auch kein Schalter mehr, sondern ein Taster geworden. Sorry, dass das Auto so unaufgeräumt ist gerade. Heißt, wenn ich jetzt hier drücke, bleibt die jetzt für 5 Minuten an und geht dann wieder aus. Außer ich drücke hier natürlich nochmal, dann geht sie wieder aus. Jetzt haben wir hier noch eine Leitung momentan dran liegen, die zum Tempomat geht. Die machen wir damit. Muss ich jetzt mal gucken, welchen Tempomat-Schalter ich nehme. Geplant war, den Rest zu nehmen, weil wenn ich Rest, also Reset mache und den halte, ist es das gleiche, wenn ich kurz auf Set drücke. Heißt, ich habe sozusagen die Funktion, auf Reset zu gehen oder auf Set zu gehen. Aber ich gehe davon aus, dass das in Zukunft dann darüber gehen wird und dass das auch noch gelöst wird, weil das wahrscheinlich nur ein kleines Software-Ding ist. Wichtig, der muss natürlich an sein dafür, aber der ist generell die ganze Zeit an bei mir. Lampe im Tacho ist natürlich keine da, weil ich die deaktiviert habe. Die leuchtet nur, wenn der Tempomat auch wirklich gesetzt ist, weil ansonsten ergibt das ja überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Und dann müssen wir noch die MFA-Tasten verkabeln, dann müssen wir hoch zum Tacho hin, beziehungsweise zum Lenkstockschalter. Zum Lenkstockschalter wäre ein weiterer Weg und wäre ja Quatsch, weil wir einen beweglichen Lenkstock haben, heißt, wir würden uns da eine Möglichkeit einbauen, wo ein Kabelbruch stattfinden kann. Demnach nehmen wir den kürzesten Weg direkt zum Tacho und löten uns da an diese drei Leitungen ran. Pinbelegung kann ich da gerne noch einblenden zu.
Wie ihr seht, funktioniert das Ganze. Ich werde demnächst jetzt noch die LEDs hier im Lenkrad wahrscheinlich auf Rot umlöten. Dann passt das ein bisschen besser zu den anderen Tasten. Es wird noch ein paar Software-Updates für das Gerät geben, ebenso später dann Hardware-Update. Und wenn es dann soweit ist, gibt es nochmal ein Video darüber mit Link und allem, was ihr wissen müsst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!